Ja, ich stehe hier mit dem lieben Gabriel Kuhn, dem frisch gebackenen Generalsekretär der SAC. Erzähl uns doch erstmal zu Beginn, was ist die SAC? Die SAC ist eine syndikalistische Gewerkschaft in Schweden, die 1910 gegründet worden ist. Sich, wenn man sich jetzt dafür interessiert, in der syndikalistischen Geschichte doch durchaus zeichnet, dass sie immer eine kontinuierliche Tätigkeit gehabt hat, keine großen Spaltungen erlebt hat, was mit der Lage in Schweden zu tun hat, weil Schweden von faschistischen Regierungen und Involviertheit in den Zweiten Weltkrieg, also das in Schweden sozusagen erspart geblieben ist. Die SAC hat dadurch auch damals im internationalen Kontext eine besondere Rolle gespielt, weil in vielen anderen Ländern, wo die syndikalistische Bewegung stark war, die Leute ins Exil haben müssen, viele sind dann auch noch nach Schweden gegangen und hat deshalb auch bis heute eigentlich, das merkt man ja bei so internationalen Treffen, einen relativ guten Ruf international. Wie würdest du generell sagen, ist der Zustand der syndikalistischen, anarchistischen Bewegung in Schweden? Ich meine, ich denke mal, die SAC wird den Großteil dieser ausmachen, aber vielleicht gibt es ja darüber hinaus auch noch etwas. Ja, also wenn man jetzt speziell von syndikalistischer Bewegung spricht, dann macht die SAC tatsächlich den Großteil aus. Wobei es gibt, also die SAC ist ja letztlich ein Zusammenschluss aus unterschiedlichen Lokalgewerkschaften, LS, Lokale Samorganisationer, wie es auf Schwedisch heißt. Da gibt es tatsächlich ein paar, es ist aber wirklich eine geringe Anzahl, die im Laufe der Geschichte sich aus der SAC zurückgezogen haben, um ganz selber für sich zu arbeiten, aus unterschiedlichen Gründen und Konflikten. Es ist aber eine sehr, sehr kleine Minderheit. Also die SAC steht im Prinzip für, was weiß ich, 95% der syndikalistischen Bewegung in Schweden. Was die anarchistische Bewegung anlangt, ist es natürlich nochmal anders. Also der Syndikalismus oder auch Anarcho-Syndikalismus ist ja auch historisch ein Teil der anarchistischen Bewegung, macht aber jetzt die anarchistische Bewegung nicht als Ganze aus. Es gibt ja andere Strömungen, die sind auch in Schweden alle vertreten, also sind in eine autonome Linke, ob es jetzt da um Leute geht, die sehr organisierungskritisch sind, sie vielleicht insurrektionistischen also Strömungen zurechnen. Also das gibt es auch in Schweden alles. Also so in der anarchistischen Szene spielt die SAC schon auch eine große Rolle, aber ist jetzt da, hat jetzt keinen alleinigen Repräsentationsanspruch. Die Jugendorganisation von der SAC, wie heißt sie nochmal? SUF, der syndikalistische Jugendverband. Ich muss jetzt da gleich dazu sagen, das ist nämlich immer ganz wichtig für die Mitglieder des SUF. Das ist eine unabhängige Organisation, die allerdings ja sehr eng mit der SAC zusammenarbeitet. Ja. Weil die ist nämlich auch ganz spannend, finde ich, weil die ja auch eine relativ groß im Vergleich jetzt zu Deutschland speziell sowieso ist. Vielleicht kannst du da noch ein, zwei Sätze zu verlieren. Ja, ist halt eine, also ist halt, wie soll man sagen, okay, ich sage es jetzt so, als Vorfeldorganisation der SAC würden jetzt viele sagen, natürlich nicht. Also ist eben eine unabhängige Bewegung, die halt eng zusammenarbeitet, die auch so historisch, würde ich sagen, halt politisch sie irgendwo so zwischen eben Vorbereitung für gewerkschaftliche Arbeit, aber auch so breiterem linken Engagement, Antifaschismus, andere Bereiche da verorten lässt. Und ich glaube, so für viele Jugendliche, die so politisch interessiert sind, linksorientiert sind, so eine Einstiegsorganisation. Und manche gehen dann sozusagen weiter in die SAC, werden dann dort aktiv. Andere machen dann vielleicht auch andere Sachen. Aber es ist schon gerade, was jetzt das Organisatorische betrifft, so ein Auffangbecken für viele junge Aktivisten, Aktivistinnen. Ja. Kommen wir zum Abschluss nochmal zu der politischen und sozialen Situation in Schweden allgemein. Vielleicht kannst du uns da berichten, ob es da vielleicht aktuell besondere Ereignisse gibt, etwas, was erzählenswert wäre und interessant für unsere Zuhörenden. Ja, die Situation in Schweden ist jetzt diesbezüglich auch nicht so viel anders als in anderen Ländern. Sie verschlechtert sich. Also die schwedische Regierung momentan ist eine der meisten rechtsgerichteten Regierungen in Europa. Die Schwedendemokraten, also jetzt in Deutschland wäre da die AfD das Äquivalent, sind nicht in der Regierung. Die Regierung ist aber eine bürgerliche Minderheitsregierung, die völlig von den Schwedendemokraten abhängig ist. Also die Schwedendemokraten könnten morgen entscheiden, könnten morgen die Regierung stürzen. Wenn die irgendwas machen, was denen nicht passt, dann wäre das sozusagen vorbei. Und das schlägt sich natürlich in der Regierungspolitik extrem nieder. Also so als, was sehr bezeichnend war, als die neue Regierung vorgestellt worden ist, da waren die Schwedendemokraten mit dabei.
dabei. Nicht nur waren sie mit dabei, sondern die haben angefangen zu reden und das Regierungsprogramm vorzustellen und haben am längsten von allen geredet. Und die Hauptpunkte waren, wie man sich ausrechnen kann, Migration, Sicherheitsfragen und so. Also es gibt da schon einen sehr starken Rechtsdrall. Die Sozialdemokratie versucht da irgendwie sie dran zu hängen, ist jetzt nicht so weit rechts gelandet bis jetzt wie in Dänemark, aber es gibt diese Tendenzen. Der schwedische Wohlfahrtsstaat, der, glaube ich, auch wahrscheinlich so im deutschen Bewusstsein ziemlich stark verankert ist oder das, was halt viele mit Schweden als Land assoziieren, ist sehr stark ausgehöhlt. Das hat also jetzt nicht nur mit dieser Rechtslastigkeit zu tun, sondern auch mit dem Neoliberalismus, der auch von den schwedischen Sozialdemokraten schon in den 90er Jahren stark angetrieben worden ist. Privatisierungen in Schweden sind noch einmal um einiges stärker als jetzt im deutschsprachigen Raum. Also vieles von diesen Bildern, die man da so hat, auch international noch, die bestehen so nicht mehr. Es gibt so gerade in der Kinderbetreuung oder so, es gibt noch so bestimmte Überbleibsel. Schweden, also die politische Entwicklung, aber es ist wirklich, also gerade die neue finnische Regierung ist ähnlich, eventuell noch schlimmer. Also da kann man jetzt nichts Positives berichten. Okay. Danke dir trotzdem für diesen kleinen spannenden Einblick. Wenn ihr mehr von Gabriel Kuhn hören wollt, könnt ihr mal in die zwei Folgen, die wir zusammen realisiert haben, reinhören. Einmal zu Piraterie und Anarchismus und die zweite Folge war zu klassenkämpferischem Anarchismus. Genaue Folgennummern habe ich nicht mehr, aber das könnt ihr ja herausfinden. Danke dir. Ja, danke euch. Ja, danke.